liebe Podiumsteilnehmende, liebe Gäste hier vor Ort und natürlich auch liebe Gäste im Livestream. Mein Name ist Rebecca Flottron, ich arbeite hier im Politforum Bern und begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung heute Abend. Die heutige Veranstaltung findet im Rahmen unserer aktuellen Ausstellung Digitale Demokratie, eine interaktive Reise in die politische Zukunft statt. Die Ausstellung führt uns als Reise durch die alten Gemäuer des Käfigturms bis in den fünften Stock und damit in die Zukunft des Jahres 2050. Die Ausstellung beruht auf Forschungsresultaten einer Ausschreibung von Terswiss und das Projekt soll die Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Demokratie aus unterschiedlichen Blickwinkeln aufzeigen. Zwei Elemente des demokratischen Prozesses sind dabei zentral: die Meinungsbildung und politische Teilhabe. Heute Abend mit einer Diskussion zu E-Voting sprechen wir natürlich über politische Teilhabe. Am 24. Juni sprachen wir im Rahmen einer Veranstaltung mit dem Titel «Wer hat Zugang zur digitalen Demokratie?» darüber, ob Digitalisierung Menschen mit Behinderungen dabei unterstützen kann, autonomer an der Demokratie teilzunehmen. Die Schlussfolgerung dabei war, dass E-Voting insbesondere als eine Manifestation der Digitalisierung eine der besten Lösungen ist, die Menschen mit Behinderungen eine autonome Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen ermöglichen würde. Diese Diskussion am 24. Juni inspirierte uns dazu, das Thema E-Voting aufzunehmen, auch wenn es in der Ausstellung nicht groß zur Sprache kommt. Und auch weil seit 2019, da haben wir das letzte Mal über E-Voting diskutiert hier im Politforum Bern, ist vieles passiert. Bund und Kantone starteten einen Neuversuch. Die Post ist dabei, ein neues System zu testen. Es gab eine Moratoriumsinitiative und neue Interessengruppen machen sich stark für E-Voting. Diese Entwicklungen wollen wir heute Abend diskutieren und uns insbesondere fragen, für wen ist E-Voting überhaupt wichtig und kommen diese Stimmen zu Wort? Und was braucht es, damit E-Voting in der Schweiz eine Zukunft haben kann? Damit übergebe ich gerne das Wort an Miriam Hostetler. Sie ist die Leiterin des Projekts Vote Elektronik der Bundeskanzlei und ist in diesem Rahmen für die aktuelle Neuausrichtung der E-Voting-Versuche zuständig. Sie wird uns ein kleines Input-Referat geben zum aktuellen Stand von E-Voting in der Schweiz. Und nach ihrem Input werden die Diskutierenden auf die Bühne kommen und Florian Wüstholz, er ist freischaffender Journalist und schreibt unter anderem über Digitalpolitik, wird als Moderator das Gespräch führen. Ich selbst setze mich hinter den Laptop und bringe gegen Ende der Diskussion gerne Ihre Fragen und Kommentare in die Diskussion ein. Fragen können vor Ort gestellt und natürlich auch online eingebracht werden, entweder direkt im Live-Chat auf YouTube oder auch über Slido, da ist keine Anmeldung nötig. Und nun wünsche ich Ihnen einen spannenden Abend. Ha, sehr gut. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Podiumsteilnehmende, ich glaube, die Organisatoren des Politforums haben ein spannendes Thema ausgewählt, das weckt Emotionen, das wird ein spannender Abend. Das Thema E-Voting hat auch mich schon viele Nerven gekostet. Das kann ich Ihnen sagen. Es ist ein komplexes Projekt. Es ist ein Projekt im föderalistischen Umfeld und es ist eigentlich auch genau das, was das Projekt spannend macht. Ich danke also herzlich für die Einladung und für die Gelegenheit, auch hier eben über die Strategie von Bund und Kantonen zu berichten. Ja, die Digitalisierung der politischen Rechte, eben was das umfasst natürlich nebst dem E-Voting auch andere Bereiche, das ist klar, beispielsweise das E-Collecting, also das elektronische Sammeln von Unterschriften oder auch das E-Counting, das elektronische Auswerten der Stimmzettel oder auch eben im Bereich der Meinungsbildung die Digitalisierung der Informationen zu Wahlen und Abstimmungen. Hier möchte ich speziell erwähnen die App VoteInfo, die ich Ihnen natürlich auch sehr empfehlen kann, ein Produkt der Bundeskanzlei. Jetzt die Digitalisierung, eben Frau Flotton hat es bereits erwähnt, das birgt oder
hat Chancen und Risiken, die es hier zu berücksichtigen gilt. Wir haben neue Technologien, das ermöglicht neue Möglichkeiten, um Leute zu beteiligen, um zu kommunizieren. Man hat man kann Transparenz schaffen, man kann Qualität verbessern, Effizienz erhöhen und nicht zuletzt eben, die Leute sind digital unterwegs und auch die Leistungen der Behörden müssen sich diesem Umfeld anpassen. Jetzt ist auch klar, eben die Digitalisierung bringt auch Risiken mit sich. Im Bereich des Datenschutzes beispielsweise, konkret zu E-Voting, das Stimmgeheimnis. Wir sprechen über Möglichkeiten von Überwachung. Wir hinterlassen überall digitale Spuren. Es gibt Cyberkriminalität, es gibt Manipulationsmöglichkeiten, die mit der Digitalisierung verbunden sind. Und all das gilt es eben zu berücksichtigen. Jetzt vielleicht noch zuerst, eben, was verstehen wir konkret unter elektronischer Stimmabgabe? Erstens, es ist ein zusätzlicher Kanal. Es ist nicht die Idee, einen anderen Kanal damit zu ersetzen. Zweitens ist die E-Voting eigentlich die Digitalisierung der brieflichen Stimmabgabe. Also anstatt, dass ich zum Briefkasten gehe, kann ich eben die Stimme über Internet abgeben. Das bedeutet auch bewusst, es ist eben der Prozess der Meinungsbildung nicht betroffen. Ganz konkret erhalten E-Voter ihr Stimmmaterial, genau wie alle anderen Stimmberechtigten, auch per Post mit dem Kuvert nach Hause. Das hat einerseits Sicherheitsgründe, nämlich dass diese Stimmrechtsausweise mit den Codes für die Verifizierbarkeit, ich komme noch darauf zurück, dass die eben aus Sicherheitsgründen nicht auch elektronisch zugestellt werden, sondern eben per Post. Gleichzeitig habe ich so auch ein Notfallszenario, ich habe diese Unterlagen zu Hause, kann eben auch über andere Kanäle abstimmen, falls zum Beispiel die E-Voting-Plattform nicht verfügbar wäre. Andererseits hat dieses Kuvert auch eine wichtige Push-Funktion. Ich weiß nämlich, jetzt ist Zeit, um mich damit zu befassen. Das ist das offizielle Material. Jetzt kann ich den Gang zur Urne oder eben zum Computer machen. Jetzt, was sind die Beweggründe für die Einführung von E-Voting? Ich erläutere hier wirklich die Beweggründe für E-Voting. Das soll nicht als Argument gegen andere Projekte verstanden werden, die übrigens auch vorangetrieben werden. So wird beispielsweise ein Postulatsbericht zu E-Collecting, eben dem elektronischen Sammeln von Unterschriften, jetzt ausgearbeitet. Erstens, das ist ein Bedürfnis der Stimmberechtigten, das zeigen Umfragen. Es hat gerade kürzlich eine Umfrage im Kanton Basel stattgegeben, aber auch in Genf und auch eine nationale E-Government-Studie, die zeigt, eine Mehrheit der Stimmberechtigten wünscht sich dies. Warum ist das wohl so? Mindestens in meinem Fall kann ich sagen, ja, ich gehe in der Regel alle 3 Monate wählen oder abstimmen, hingegen eine Initiative oder ein Referendum unterzeichnen, das ist vielleicht etwas, was ich seltener mache. Also das heißt, es ist vielleicht auch aus dieser Sicht ein Bedürfnis. Das unterscheidet uns übrigens auch zum Ausland, wo vielleicht alle paar Jahre Wahlen stattfinden und daher auch der Nutzen eines zusätzlichen Stimmkanals allenfalls als kleiner beurteilt wird. Ein zweiter Punkt, der Zugang. Sie haben das auch bereits erwähnt, einleitend. Die Idee ist, diesen Zugang so einfach wie möglich zu gestalten. Man will damit zum Beispiel Verspätungen vermeiden, wie es sie gibt bei der brieflichen Stimmabgabe aus dem Ausland. Und man will eben beispielsweise Menschen mit Behinderungen ermöglichen, dass sie selbstständig wählen und abstimmen können. Dabei geht der Bund nicht davon aus, dass man die Stimmbeteiligung rein durch einen zusätzlichen Stimmkanal erhöhen kann, aber man möchte alle Vorkehrungen treffen, um die Stimmbeteiligung langfristig erhalten zu können. Der dritte Punkt, die eben
das habe ich bereits gesagt, die Gewohnheiten ändern sich im digitalen Zeitalter. Das betrifft auch die politischen Rechte. Und hier möchten wir die Chance nutzen, um eben Wählen und Abstimmen mobil und nachvollziehbar zu machen. Der letzte Punkt, ich denke, E-Voting kann auch einen Beitrag zur Qualität leisten. Ungültige Stimmen mögen vielleicht bei Abstimmungen nicht ein großes Thema sein, sie sind es aber beispielsweise bei Wahlen. Sicherheit vor Tempo, das soll nicht wie eine leere Phrase tönen für sich. Ich glaube, das Projekt Vote Electronic, das hat eine 20-jährige Geschichte. Es gab immer wieder Rückschläge, kostet, wie gesagt, hin und wieder etwas Nerven und braucht Ausdauer. Diese Umfrage, die ich erwähnt habe in Basel-Stadt, hat beispielsweise gezeigt, dass die Stimmberechtigten der brieflichen Stimmabgabe und der Stimmabgabe an der Urne ein hohes Vertrauen entgegenbringen. Vertrauen sie auch der elektronischen Stimmabgabe? Wie würde man das messen? Das sind wichtige Fragen. Man kann das beispielsweise messen an der Nutzung. Hierzu kann ich sagen, dass wir auch diese Zahlen veröffentlicht haben aus dem eben langjährigen Versuchsbetrieb. Und dort zeigt sich, dass rund die Hälfte der Leute, die zugelassen waren überhaupt und die auch tatsächlich abgestimmt haben, dass die diesen Kanal genutzt haben. Einen kleinen Disclaimer muss ich anbringen. Diese Zahlen haben wir nicht von allen Kantonen zur Verfügung. Aber von den verfügbaren Zahlen sieht das Bild so aus. Ich glaube, was klar ist, Vertrauen muss man sich verdienen. Das ist ein kostbares Gut. Ich glaube auch, die Wahlen in den USA, die haben gezeigt, eben, was das mit sich bringt, wenn Zweifel gesät werden, wenn Prozesse in Frage gestellt werden. Und das heißt, hier stehen alle in der Verantwortung, natürlich auch die Behörden. Und die Zielsetzung der Behörden ist es, die Sicherheit zu gewährleisten. Das Vertrauen ist eine Folge davon. Sicherheit vor Tempo bedeutet also eine verantwortungsvolle Vorgehensweise bei der Einführung. Und daher hat der Bundesrat auch entschieden, dass man jetzt diesen Versuchsbetrieb neu ausrichten soll. Das heißt bewusst keine breite Einführung, sondern ein Versuchsbetrieb in kleinem Umfang ist das Ziel. Kantone bleiben die Treiber. Sie entscheiden, ob sie diesen Stimmkanal anbieten wollen. Und so hat beispielsweise kürzlich der Kanton Freiburg entschieden, das vorerst nicht zu tun. Jetzt eben, was bedeutet diese Neuausrichtung? Wir arbeiten seit 2019 an dieser Neuausrichtung und hier ist es das Ziel, eben aus die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Wir hatten diese Ereignisse rund um das Postsystem natürlich insbesondere und wir möchten aufgrund eben von diesen Lehren und aufgrund der Sicherheitsfragen, die auch gestellt wurden, diese Neuausrichtung machen. Und das Ziel ist es, einen stabilen Versuchsbetrieb zu etablieren. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben einen Dialog mit der Wissenschaft geführt, mit internationalen, nationalen Experten und Expertinnen, natürlich insbesondere zu technischen Fragen, aber auch zu sozialwissenschaftlichen Fragestellungen. Resultiert hat ein Schlussbericht von Bund und Kantonen mit einem Maßnahmenkatalog, mit einer etablierten Umsetzung, kurz-, mittel-, langfristig, die eben nach dem Motto Sicherheit vor Tempo erfolgen soll. Jetzt konkret, was bedeutet diese Neuausrichtung? Sie lässt sich in vier Punkten zusammenfassen. Das ist einerseits die Weiterentwicklung der Systeme. Bund und Kantone wollen künftig nur noch vollständig verifizierbare Systeme einsetzen. Das bedeutet, dass Stimmberechtigte überprüfen können mit diesen Codes auf den Stimmrechtsausweisen, ob ihre Stimme unverfälscht im System angekommen ist. Und mit der vollständigen Verifizierbarkeit soll auch mit kryptografischen Verfahren über den gesamten Ablauf festgestellt werden können, ob es Manipulationsversuche gegeben hat. Mit diesen kryptografischen Verfahren ist auch die Wahrung des Stimmgeheimnisses gewährleistet. Weiter
Weitere Anforderungen möchten wir stellen an die Qualität der Systeme an und für sich, Quellcode-Entwicklung, sodass man hier Mängel verhindern kann oder sie mindestens frühzeitig feststellen kann. Der zweite Punkt, wirksame Kontrolle und Aufsicht. Was bedeutet das? Wir mussten feststellen, die Zertifizierung hat so nicht funktioniert. Hier soll es neu eben eine unabhängige Überprüfung im Auftrag des Bundes geben durch Fachexpertinnen und Fachexperten. Der dritte Punkt, Transparenz und Vertrauen, ist auch ein klares Ziel. Die Transparenz soll verbessert werden, es sollen mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden und der Zugang zu diesen Informationen soll sehr einfach möglich sein. Weiter sollen Anreize gesetzt werden zum Einbezug der Öffentlichkeit, zum Beispiel in Form eines Bug-Bounty-Programms. Der vierte Punkt, Vernetzung mit der Wissenschaft, auch das ist ein wichtiger Faktor bei dieser Neuausrichtung und hier soll der Dialog, der geführt wurde, bereits für die Konzipierung der Neuausrichtung weitergeführt werden, damit wir eben unabhängige Experten in diese Arbeiten einbeziehen können. Also insgesamt vollständig verifizierbare Systeme ist das Ziel, höhere Anforderungen an die Sicherheit, mehr Transparenz, auch mehr Verantwortung, die der Bund übernimmt, Einbezug der Wissenschaft und insgesamt möchten wir einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess erreichen. Zu den Rechtsgrundlagen nur ganz kurz. Das Bundesgesetz über die politischen Rechte bildet die rechtliche Grundlage, die bleibt unverändert. Der Bund bleibt Regulierungsbehörde, so wie das schon jetzt der Fall ist. Und die Kantone eben sind zuständig und entscheiden, ob sie das einführen wollen. Vergessen Sie nicht, dass Unengänge nicht nur eidgenössisch sind, sondern es eben auch die kantonalen und kommunalen Unengänge gibt. Über die beiden Verordnungen, oder die Neuausrichtung ist in die beiden hier erwähnten Verordnungen eingeflossen. Dazu wurde eine Vernehmlassung durchgeführt. Die wurde kürzlich abgeschlossen und wird jetzt ausgewertet. Wir haben auch diese Stellungnahmen publiziert, haben 70 Stellungnahmen erhalten. Und das Zwischenfazit, das ich ziehen kann, ist, dass ein Großteil der Stellungnahmen diese Neuausrichtung gemäß den Vorschlägen unterstützt. Es ist aber auch klar, es wurden auch grundlegende Vorbehalte eingebracht, beispielsweise zu dieser Frage eben des Versuchsbetriebs, wie sollen diese Limiten zum Beispiel gesetzt werden, darf es nur ein staatliches System sein? Solche Grundsatzfragen sind auch eingebracht worden. Das zeigt einerseits, dass auch die eben mittel- bis längerfristigen Maßnahmen, die auch diese Inputs oder viele Inputs in der Vernehmlassung berücksichtigen, dass die wichtig sind und dass es eben eine kontinuierliche Verbesserung braucht. Der Bundesrat wird hier über das weitere Vorgehen dann entscheiden. Auch das Parlament wird natürlich eingebunden in diese Arbeiten, beispielsweise über die Geschäftsprüfungskommission oder auch in der zuständigen staatspolitischen Kommission. Wie sieht nun das weitere Vorgehen aus? Eben wie gesagt, wir stecken jetzt in der Auswertung dieser Vernehmlassung. Wir werden dann die Vorlagen finalisieren und dem Bundesrat das weitere Vorgehen unterbreiten. Auch die Finanzierung und Umsetzung der Maßnahmen ist angelaufen. Die Post hat bereits eben Informationen zu ihrem neuen System publiziert. Sie hat ein Bug-Bounty-Programm gestartet. Die Bundeskanzlei hat eine unabhängige Überprüfung dieses Systems gestartet. Es gibt einzelne Kantone, die die Einführung vorantreiben möchten und sie planen die Wiederaufnahme der Versuche im Verlauf von 2022. Sie sehen, E-Voting, die Prozesse bei E-Voting haben eine sehr lange Vorlaufzeit.
auch zum Beispiel, was eben das Bewilligungsverfahren anbelangt. Es gilt Sicherheit vor Tempo, das braucht seine Zeit. Ich glaube, die Wiederaufnahme, die kann dann erfolgen, wenn das System und sein Betrieb eben diesen neuen Anforderungen dann entsprechen. Per wann diese Arbeiten abgeschlossen sein werden, das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Ich kann nur so viel sagen, hier steht sicher noch viel Arbeit vor uns. Ja, damit bin ich ganz am Ende und ich hoffe, dass ich Sie etwas einstimmen konnte. Und jetzt bin ich natürlich gespannt auf die Diskussion und gebe gerne an Sie, Herr Rüstholz, zurück. Mein Handy zu benutzen als Vorbereitung, weil wir sprechen über Digitalisierung und dann dachte ich, das ist okay. Also, ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten Teil dieser Veranstaltung, nämlich einer Podiumsdiskussion mit diesen vier Teilnehmern, wo wir diese Fragen, die jetzt sicher schon in den Köpfen stecken, weiter diskutieren möchten, eben mit dem Ziel, vielleicht ein paar neue Einsichten zu generieren und vielleicht auch eine Gemeinsamkeiten zu finden unter den unterschiedlichen Ansichten, die sicherlich im Rahmen vertreten sind. Zuerst möchte ich kurz unsere Gäste auf dem Podium vorstellen. Ich fange mit Rahel Estermann an, einfach weil sie zu oberst war in der Liste. Sie hat vor der Veranstaltung geschrieben, ja, bezüglich der Bezeichnung, die sie heute haben soll, es gäbe Schwierigkeiten, weil sie viele Hüte habe, wenn es um Digitalthemen ginge. Aber sie ist unter anderem ist sie Digitalisierungsforscherin und Vorstand als Doktorandin im Moment noch an der Universität Luzern zu Datenjournalismus und Big Data. Und daneben ist sie auch Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft. Die Digitale Gesellschaft ist ein Verein, der sich für eine nachhaltige und freie demokratische Öffentlichkeit einsetzt. Und der Verein organisiert zum Beispiel jedes Jahr einen Winterkongress, den auch Rahel Estermann mitverantwortet. Und zu guter Letzt ist sie auch Kantonsrätin für die Grünen im Kanton Luzern, wo sie sich ebenfalls mit netzpolitischen Themen unter anderem auseinandersetzt. Vielleicht nur eine kleine Einstiegsfrage. Ihre Dissertation hat den Titel »Mit Daten sprechen«. Wann haben Sie zuletzt mit Daten gesprochen? oder anders gefragt, vielleicht können Sie kurz erklären, um was es da geht. Es geht um zwei Dinge, weil der Titel ist schon zweideutig, weil Datenjournalistinnen und Datenjournalisten sagen oft, sie sprechen mit den Daten und das heißt für sie, sie versuchen herauszufinden, was drinsteckt in den Daten. Also das sind Menschen, die analysieren Datenbanken und die versuchen dann da Trends zu erkennen beispielsweise, sie versuchen Diagramme zu machen und sie versuchen, das nennen sie mit den Daten sprechen, das ist für sie ein Dialog. Und auf der anderen Seite heißt mit den Daten sprechen halt auch, dass wir im Journalismus, den ich untersucht habe, immer mehr solche Grafiken beispielsweise antreffen, also Artikel, die auf Daten basieren und nicht vielleicht auf Dokumenten oder auf Live-Berichterstattung. Und das heißt, wenn man etwas mit Daten ausspricht in diesem Sinne. Das ist mit dem Titel gemeint. Wann ich jetzt zum letzten Mal mit Daten gesprochen habe, das müsste ich jetzt überlegen, aber eigentlich tut man es ja andauernd. Also man begegnet ja ganz oft eigentlich Daten und Visualisierungen von Daten. Vielen Dank. Dann der nächste in der Liste war Franz Grütter. Er ist ebenfalls aus dem Kanton Luzern, wie habe ich herausgefunden, fast alle hier auf dem Podium. Das ist ein Zufall, ich verspreche es. Und er ist seit 2015, man sieht sie fast gar nicht, ich gehe nicht hier auf die Seite, er ist seit 2015 Nationalrat für die SVP im Nationalrat. Und als Politiker hat er sich als einer der, ich würde sagen, vehementesten Gegner von E-Voting hervorgetan. Insbesondere war er Präsident des Initiativkomitees für ein Moratorium gegen E-Voting, das zum Ziel hatte, E-Voting um
5 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auszusetzen oder so lange, bis alle Sicherheitsfragen restlos geklärt sind. Ihm aber deswegen einen Digitalisierungsskeptiker zu nennen, das wäre sehr vermessen und falsch. Er ist nämlich auch als Unternehmer für green.ch während Jahren tätig ist. Er war CEO zwischen 2008 und 2015 für die green.ch-Gruppe, die Datencenter und Cloud-Lösungen in der Schweiz anbietet. Und ich habe auch noch eine kleine Einstiegsfrage für Sie. Auf Ihrer Webseite schreiben Sie, dass es als Unternehmer brauche es Mut, neue Wege zu beschreiten. Jetzt, welcher Schritt ist Ihnen beim Thema E-Voting am schwierigsten gefallen? Ja, mutig sein heißt natürlich auch als Unternehmer abwägen, was bringt mir, wenn ich etwas mache, wenn ich etwas aufbaue, etwas investiere, was sind die Risiken? Und ich denke, das gehört dazu und das gehört bei diesem Projekt auch dazu. Bis jetzt habe ich nach wie vor die Überzeugung, dass die Risiken eben für die Demokratie höher sind. Und deshalb habe ich hier, obwohl ich ein IT-Unternehmer bin, obwohl ich selber Auslandschweizer war und auch Verständnis habe für bestimmte Gruppen, für die das ein großes Bedürfnis ist, glaube ich, dass es in der Gesamtbetrachtung eben höhere Risiken beinhaltet und man das deshalb nicht machen sollte. Das so, weshalb man als Risikounternehmer dann trotzdem kritische Haltungen einnehmen kann. Wir kommen sicher nochmal auf diese Position zurück. Jetzt möchte ich Marcel Rösch begrüßen noch. Er ist seit frühester Kindheit fast blind. Für ihn sieht die Welt in eigenen Worten so aus, wie wenn wir uns selber im total beschlagenen Badezimmerspiegel sehen. Eine solche Beeinträchtigung macht sein Leben natürlich nicht einfach, insbesondere was zum Beispiel das Abstimmen und Wählen anbelangt, aber auch das einfache, in Anführungszeichen, Bedienen von einem Handy oder einem Smartphone. Und deshalb hat Marcel Rösch mit seiner Firma Help to Type eine fühlbare Tastatur entwickelt. Vielleicht können Sie sie kurz hochheben. Das ist ein Aufsatz, der auf Smartphone. Und damit kann er schneller Nachrichten schreiben, ohne dass er sie in aller Öffentlichkeit zum Beispiel im Zug diktieren müsste. Also einen Liebesbrief oder eine Liebesnachricht will man vielleicht nicht im Zug besprechen. Jetzt eine ganz blöde Frage an Sie. Wie füllen Sie normalerweise Ihren Stimmzettel aus? Ich finde, das ist eine spannende Frage. Ich muss jemanden finden, dem ich vertraue. Das ist im Normalfall sind das meine Eltern. Und muss sie zu mir nach Hause bitten, damit sie dann das Kreuz dort machen, wo ich sie darum bette. Und ich muss ihnen vertrauen, dass sie das dann auch machen und mir sagen, wo ich unterschreiben muss. Und sie kleben das zu und dann bringen wir das zur Post. Okay. Und haben Sie schon mal elektronisch abstimmen können? Oder ist das im Kanton Luzern? In Wahrheit gab es ja auch einen Versuch, oder? Ich bin aus Bern, Vertreter der Bundesliga hier, entsprechend nein. Okay, sehr gut. Also dann habe ich jetzt noch die letzte Luzernerin, ich war kurz verwirrt. Helen Freimuth ist Präsidentin von FDP International und sie ist seit diesem Sommer auch, was haben Sie gesagt, Vorstands... Ich bin jetzt im Vorstand. Im Vorstand der Auslandschweizer Organisation, wo sie die Türkei auch vertritt. Also die Auslandschweizer Organisation, wer das nicht kennt, sie vertreten offensichtlich die Interessen der im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer und versucht, deren Leben und deren Partizipation natürlich auch an den politischen Prozessen in der Schweiz zu vereinfachen. Frau Freimuth ist seit 1995 im Ausland lebend, in China, in den USA, Kanada und eben jetzt in der Türkei. Und für die Auslandschweizer Organisation ist eben E-Voting ein wichtiges Mittel, damit ihre politischen Rechte auch im Ausland gewährt bleiben. Und jetzt vielleicht auch noch eine kurze Einstiegsfrage an Sie. Sie wohnen jetzt seit über 25 Jahren eigentlich im Ausland. Das macht ungefähr 100 Abstimmungs- und Wahldaten. Wie viele davon haben Sie verpasst? Also bei den ersten haben wir noch gar nicht realisiert, dass wir überhaupt abstimmen könnten. 1995 war das ja noch relativ neu, dass die Auslandschweizer überhaupt das Stimmrecht hatten. Und wir waren da in China, da war die Schweiz für uns relativ weit weg, muss ich sagen. Nachher waren wir in den USA und in Kanada. Die Verbindung zur Schweiz haben wir immer aufrechterhalten. Da waren wir schon auch näher. Das Postsystem hat besser funktioniert.
Dort konnten wir mehr oder weniger regelmäßig teilnehmen. Jetzt, die letzten 8 Jahre in der Türkei, da kann ich so an einer von 3 Abstimmungen teilnehmen. Bei den anderen, da kommt das Kuvert jeweils erst, wenn die Abstimmungen bereits durch sind. Also das ist dann eine spannende Frage auch noch. Da nützt dann auch der Versand der Unterlagen per Post nichts, wenn die nicht rechtzeitig kommen. Auch wenn ich dann elektronisch abstimmen könnte, dann ist auch zu spät. Mhm. Das ist dann ein interessanter Aspekt. Ja. Super, also wir haben ja ein spannendes Podium zusammengesetzt und ich würde jetzt mich auch hinsetzen, weil ich bin die unwichtigste Person heute am Abend. Genau, wie wir bereits besprochen haben, Thema E-Voting, es bewegt viele Menschen und kostet Nerven, wie wir gehört haben. Und das seit fast 20 Jahren, also wir haben Versuchsbetriebe, unterschiedliche Systeme in unterschiedlichen Kantonen eingesetzt während fast 20 Jahren. Und dabei kamen auch sehr viele Abstimmungen zustande, ich glaube über 300, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und nun ist es aber in den letzten beiden Jahren etwas ruhiger geworden, weil es eben Probleme gab 2019 mit den Systemen, insbesondere der Post. Und man hat sich entschieden, eine Pause einzulegen und eben diese Neuausrichtung aufzugleisen, von der Frau Hostetler uns gerade berichtet hat. Das Thema wird uns also auch in der Zukunft weiter beschäftigen. Und das sieht man auch vor allem in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, dass die Digitalisierung ein wichtiger Teil des politischen Prozesses sein wird und sein muss. Und darum, vielleicht ist die E-Voting auch ein Teil der Demokratie der Zukunft. Und vielleicht gerade hier haben wir gehört, es gibt eine Ausstellung hier im Politforum zur Demokratie der Zukunft, wie sie aussehen soll, wie sie aussehen kann. Und gerade hier vielleicht eine Frage an Frau Estermann. Was wünschen Sie sich für die Demokratie der Zukunft? Und welche Rolle spielt E-Voting in dieser Zukunft? Ich denke, eine Demokratie der Zukunft ist eine viel partizipativere Demokratie. Also in der Schweiz haben wir schon sehr viel Partizipation, aber sie hat trotzdem, glaube ich, ganz viele Hürden drin. Und mit den digitalen Tools können wir diese Hürden kleiner machen. Ich glaube, sie wird auch unmittelbarer, sie wird schneller. Und das würde ich jetzt auch meistens positiv werten und das würde ich auch anstreben wollen. Also ich glaube, gerade die Mitsprache ist etwas, was unsere Demokratie besser macht. Wir haben einen großen Teil der Menschen in der Schweiz, die gar kein Stimmrecht hat. Also nicht den größten Teil, aber einen doch ziemlich großen Teil. Also ich glaube, es wird partizipativer mit digitalen Tools. Es wird... Ich stelle mir immer vor, wenn ich eine Vernehmlassung schreibe, reiche ich heute ein PDF ein und irgendwann mal wird das vielleicht, stelle ich mir das als eine Art kollaboratives Texttool vor, wo ich Kommentare machen kann. Also ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Wir werden mehr kurzfristige Abstimmungen haben. Ich glaube, das macht es total spannend. Ich habe jetzt E-Voting nirgendwo erwähnt, weil für mich wird das in meiner Ansicht nach sollte das eine kleine Rolle spielen. Es gibt bestimmte Interessengruppen, die wir auch hier haben, wo ich finde, da macht es Sinn. Aber ich glaube, im Großen haben wir an vielen, vielen anderen Orten einen größeren Hebel, um die Demokratie zu verbessern als mit E-Voting. Weil es gibt große Sicherheitsrisiken, da werden wir noch darüber zu sprechen kommen. Und der Nutzen ist für die meisten Menschen ziemlich klein. Und ich sehe auch, dass es ein gewisses Bedürfnis ist, aber ich habe mal einen Spruch gehört von Bruce Schneier, das ist ein ziemlich bekannter Digitalexperte, und der hat gesagt, der Zweck von Wahlen, also es gibt 2 Zwecke von Wahlen. Der erste ist, es braucht einen Gewinner, oder auch bei einer Abstimmung, es braucht einen Gewinner. Und der zweite ist, der Verlierer muss überzeugt sein, dass das Resultat korrekt ist, auch wenn er verloren hat. Und das erste können wir mit E-Voting sehr gut herausfinden. Das zweite bin ich nicht so überzeugt davon, ob es das mit E-Voting gewährleistet ist. Und darum glaube ich, wird E-Voting im großen Stile unsere Demokratie nicht stärken. Vielleicht gerade als Anschluss, Frau Freiermuth, Sie hat erwähnt, vielleicht werden wir in Zukunft viel öfters noch abstimmen. Das sind noch viel mehr Kuverts, die nicht rechtzeitig ankommen. Was denken Sie dazu? Also
Was ich auch denke, ist, dass die Demokratie noch andere Herausforderungen hat als das Tool, wie man tatsächlich abstimmt. Also wenn ich an die Meinungsbildung denke, an das Auseinanderdriften in der Gesellschaft, an die größere Segmentierung der Wählerschaft, da ist die Demokratie gefordert. Und das E-Voting ist halt wirklich für uns Auslandschweizer ein Weg, überhaupt im bestehenden System dann doch noch unsere Stimme zur Geltung zu bringen. Die Gefahren sehe ich weniger, aber vielleicht überzeugen Sie mich dann heute noch davon. Ich denke einfach, wir sind heute an einem Punkt in der Entwicklung, in der Gesellschaft, auch an einem Wendepunkt. Es kommen sehr viele neue Technologien in verschiedensten Bereichen, im Financing, in der ganzen Kommunikation und so weiter. Und das verunsichert auch die Leute. Und da verstehe ich dann auch, dass irgendwo das Argument kommt, ja, das ist nicht sicher und da kann ich noch auf die Bremse stehen, das kann ich ausbremsen, anderen bin ich ohnehin ausgesetzt. Aber für mich sind diese Vorbehalte nicht so rational, sondern es ist ein emotionales Thema. Vielleicht auch noch, Herr Rösch, würden Sie sich wünschen, dass Sie in Zukunft problemlos am Smartphone oder am Computer abstimmen könnten? Das wäre für mich sicher wünschenswert und ich glaube auch für die hier vertretene Gruppe auch wünschenswert. Ich habe am Mittwoch noch mit 3-4 Freunden diesbezüglich gesprochen, die auch nicht sehen. Und die haben mir schon gesagt, ich soll sie fragen, ob man das nicht bald mal einführen könnte. Ja. Und sehen Sie, wie wichtig ist für Sie das Abstimmen als quasi Demokratie der Zukunft? Ist es etwas, was Sie im Zentrum steht oder ist es für Sie ein Puzzleteil? Für mich persönlich ist es ein Privileg, abstimmen zu können. Und ich bin froh, dass ich das nutzen darf und wäre natürlich froh, wenn ich das ohne zusätzliche Hilfe machen könnte. Ja. Vielleicht noch die Frage an Herrn Grüter. Die Demokratie der Zukunft, welche Rolle spielt E-Voting für Sie darin? Oder wie sehen Sie, was wünschen Sie sich? Ja, vielleicht einfach, um vorauszuschicken, oder wenn es darum geht, die Frage zu stellen, ob eine Organisation, Menschen wie Sie oder auch Auslandschweizer, ob man für diese Gruppen ein Werkzeug, eine Lösung erarbeiten soll, wo man tatsächlich dem Rechnung trägt, da muss ich sagen, da hätten wir wahrscheinlich keine Meinungsdifferenzen. Ich fasse natürlich, das Thema E-Voting geht natürlich für mich viel weiter als für Behindertenorganisationen oder Auslandschweizer. Und ich habe es vorhin erwähnt, ich habe selber in den USA gelebt, registrierter Auslandschweizer, ich habe in Asien gelebt. Also ich kenne das Problem, kenne das Bedürfnis, bekomme auch Zuschriften und kann das unterstreichen. Das ist, ja, ich war übrigens selber in der Auslandschweizer Organisation. Also ich kenne diese Bedürfnisse, aber in dieser Frage geht es natürlich um das ganze Land. Und die Fragestellung ist für mich die, oder E-Voting hat für mich, wenn es um die Stärkung der Demokratie geht, einen völlig überbewerteten Stellenwert, den es eigentlich gar nicht verdient. Also wenn ich wirklich Demokratie stärken möchte, sind aus meiner Sicht Projekte wie das E-Collecting, also dass zum Beispiel, dass mehr Initiativen, mehr Referenden zustande kommen, dass die Menschen, die mit einem Entscheid des Parlaments nicht einverstanden sind und dagegen mit dem Referendum kämpfen wollen, gerade jetzt auch in Pandemiezeiten, wo man faktisch nicht mehr Unterschriften sammeln konnte, da hat das einen viel, viel höheren Stellenwert. Und wer ernsthaft die Demokratie stärken will, der sollte nicht E-Voting pushen, sondern er sollte andere Projekte vorantreiben. Und von dort her gesehen ist E-Voting etwas, das aus meiner Sicht die Demokratie gefährdet, wenn man sieht, wie knapp Abstimmungsresultate zum Teil sind. Radio- und Fernsehgesetz waren es 3.500 Stimmen. Und an dem Tag, wo die Minderheit, da gebe ich Raoul Estermann recht, oder? An dem Tag, wo die Minderheit das Resultat nicht mehr akzeptiert, und das ist heute in der Schweiz kein Problem. Ich meine, jeder, der in der Politik tätig ist, muss Niederlagen manchmal
sind wir die, die verloren haben, manchmal seid ihr die verloren haben. Aber wir akzeptieren das Resultat. Im schlimmsten Fall können wir noch eine Nachzählung verlangen. Dann kann irgendwo in einem Wahl- und Urnenbüro jemand noch die Zettel noch mal durchzählen. Und hier legen wir die gesamte Auszählung, das Know-how dazu, in die Hände einiger weniger Informatiker. Und ich meine, wenn ich sehe, vielleicht zum Schluss noch, dieses Jahr 30% mehr Cyberangriffe in der Schweiz, heute bekannt geworden, SECO, Staatsunternehmung, Staatsbetrieb, SECO, alle Daten geklaut von all den Firmen, die Covid-Kredite bezogen haben. Und ich muss einfach sagen, ich möchte den Tag nicht erleben, wo es heißt, das E-Voting-System, nur schon der Verdacht, dass Manipulationen entstanden sind, das wäre ein Super-GAU. Und wir sind weit, weit davon entfernt, hier ein System zu haben, das diesen Anforderungen genügt. Wir kommen sicher noch vertieft darauf zu sprechen. Ja. Vielleicht gerade noch mal zurück zu Ihnen, Frau Freimuth. Wenn Sie so diese dunklen Wolken über Herrn Grütters Kopf sehen, was denken Sie? Überzeugt Sie das? Oder? Sie überzeugt mich nicht ganz. Ich denke, wir haben heute in so vielen Bereichen arbeiten wir mit digitalen Mitteln. Das ganze Banking läuft alles nur digital, da werden Milliarden verschoben jede Minute. Aber was ich recht gebe, ist, das Vertrauen, das muss da sein, das ist eine Voraussetzung. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man heute das technisch nicht schafft. Das müsste machbar sein. Die andere Frage ist auch, wenn man von Manipulationen spricht, wenn wir von Manipulationen hören, dann sind das in der Regel nicht Manipulationen an den Wahlzetteln, dann sind das Manipulationen der Regierungen, die, egal ob sie jetzt Papierstimmzettel haben oder nicht, die dann irgendein Resultat publizieren, das ihnen eben gefällt und das nicht unbedingt den Tatsachen entspricht. Also ein absolut sicheres System, das gibt es meiner Meinung nach ohnehin nicht. Und die Risiken, Sie sind der Digitalexperte, das bin ich nicht. Ich bin die Anwenderin und die Nachfragerin in diesem Sinn. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das heute nicht machbar ist. Vielleicht nur kurz dazu. Ich meine, wir haben jetzt sehr unterschiedliche Positionen zur Frage, was sind die Risiken und was sind die Chancen, oder? Vielleicht noch zu Herrn Rösch. Die Risiken, die Sie jetzt gehört haben, Sie sind ja selber auch in der IT-Branche und mit Help to Type auch ein Unternehmer, der quasi mit digitalen Geräten täglich zu tun hat. Überzeugen Sie diese Risiken oder sehen Sie einfach die Vorteile für Betroffene wie Sie stärker? Also ich bin natürlich kein IT-Experte und ich weiß auch nicht, was da alles dahinter steckt, um das verschlüsseln zu können. Ich denke, dass es möglich sein müsste, Daten so zu verschlüsseln, wie Sie das gesagt haben, mit den Bankdaten. Auf der anderen Seite lese auch ich die Angriffe von Cyberattacken auf verschiedenste größere Firmen. Ich sehe die Risiken von Herrn Grütter ganz klar, aber glaube auch, wie Frau Freimuth das sagt, dass das doch irgendwie möglich sein müsste, um das möglich zu machen. Ja. Vielleicht nur kurz jetzt noch einen Blick zurück. Wir haben jetzt 2 Jahre, die eben ein bisschen ruhig waren, jetzt kam wieder etwas auf. Und ich möchte nochmal bei Ihnen einsteigen, weil Sie ja doch, Sie haben ja das Moratoriumkomitee, das Initiativkomitee für das Moratorium geleitet. Dann wurde das leider durch Corona, die Unterschriftensammlung musste gestoppt werden. Was hat das in Ihnen ausgelöst? Ja gut, vielleicht, wenn ich das Rad noch ein kurz wenig zurückdrehe. Oder? Eigentlich ist das Thema erst aufgekommen, als Walter Thurner, die Bundeskanzlei, ich glaube es war 2017, gesagt hat, E-Voting ist jetzt ready, wir gehen jetzt damit in einen breiten Betrieb über. Wir wollen in den Wahlen 2019, wollen wir schweizweit, dass E-Voting elektronisch abgestimmt werden kann. Und damals sind viele Menschen, übrigens nicht nur, es ist auch nicht ein Parteienthema, muss ich hier sagen. Unsere Allianz hatte Leute dabei,
Da habe ich also gestaunt, das sind Leute, mit denen hätte ich sonst keine Gemeinsamkeiten, aber hier hatten wir eine extrem breite Allianz von ganz, ganz links bis rechts. Und also es ist wirklich kein Partei, das muss man wirklich sagen, es ist kein Parteienthema. Einer meiner engsten Verbündeten in diesem Kampf war Balthasar Glättli, der Grünen. Wir haben in diesem Thema auch fachlich sehr viel uns kritisch ausgetauscht. Und damals habe ich Walter Thurner gefragt, wie ist denn das? Also wer entscheidet denn darüber, ob wir jetzt das einführen oder wollen? Ist das überhaupt sicher? Und damals, weiß ich noch, wir wurden richtig gehend fast verhöhnt. Man hat gesagt, ja, ihr seid doch irgendwelche, gut, mir konnten sie nicht anhängen, sein rückwärtsgewandter altväterischer Elpler vom Hinterland, der keine Ahnung hat. Aber man hat uns irgendwie ausgelacht. Und ich habe immer wieder gehört, ja, eben E-Banking, das ist doch null Problem, ich kann doch Ja oder Nein drücken. Und erst als dann Marcel Dobler, Digitec-Gründer, FDP-Nationalrat, gesagt hat, wir müssen einen öffentlichen Test machen, einen Intrusionstest, wo also quasi das System behackt werden darf, erst als man das gemacht hat, hat ja dann innerhalb etwa 2 Tagen, übrigens nicht ein registrierter Hacker, sondern hat die kanadische Sicherheitsforscherin Sarah Jamie Lewis innerhalb 48 Stunden Fakten auf den Tisch gelegt und hat aufgezeigt, wie aus einem Ja ein Nein gemacht werden kann, wie die Stimmen manipuliert werden könnten, wie das System gehackt werden könnte. Und das hat zur Abschaltung des Systems geführt. Also die Anbieter haben den Stecker gezogen, Bundeskanzlei hat auch gesagt, sorry, stopp, das darf so nicht sein. Und dann haben wir eigentlich vom Initiativkomitee eine Art, quasi ein Ziel erreicht. Wir wollten ja nicht auf ewig und immer E-Voting verbieten, sondern wir haben gesagt, 5 Jahre, damit wir Zeit gewinnen, damit das Ganze neu überdenkt werden kann. Eigentlich haben wir das, was wir in der Initiative wollten, mindestens teilweise schon erreicht. Mhm. Vielleicht gerade auch dazu die ganze Frage von der Auswirkung der Pandemie auf das Thema E-Voting oder digitale Partizipation. Wir haben gemerkt, wie wichtig das ist. Es gab Abstimmungen, die nicht durchgeführt wurden in den Anfangsmonaten. Jetzt als Digitalforscherin, wie wichtig, denken Sie, ist es doch eben für eine Gesellschaft, dass sie eben in so einem auch digital die ihre Meinung kundgeben kann, zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall ist das wichtig. Also wir haben ja auch erlebt, wie sich der Meinungsbildungsprozess viel digitaler plötzlich abspielte. Also es gab diese Podien, wie wir sie jetzt hier gerade wieder erleben, gab es ja nicht mehr. Man hat bei den Abstimmungen, die dann im September wieder stattfanden, September 2020, fand vieles online statt, auch letzten Winter. Die ganze EID-Kampagne beispielsweise war eigentlich eine reine Online-Kampagne. Also wir erleben schon, dass unsere Meinungsbildung viel stärker online stattfindet. Und das hat auch große Vorteile, aber auch große Nachteile. Also da sind wir dann auf Systemen, da reden wir von großen Plattformen, die ja auch nicht immer nur gut sind für die Meinungsbildung. Aber das ist nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Thema, wo wir nochmal einen Abend darüber sprechen könnten. Ich sehe nur noch nicht so ganz, was den E-Voting da beitragen könnte. Also eine Abstimmung in einer Pandemie hat man ja nicht nur deswegen abgesagt, weil der Stimmzettel irgendwie, weil man das nicht hätte verschicken können oder weil das zu gefährlich gewesen wäre, sondern weil eigentlich das ganze öffentliche Leben stillgelegt wurde und da kann man sich auch keine Meinung danach bilden. Ich glaube, die digitale Demokratie ist, also wir müssen da weitergehen. Ich denke auch, es gibt ganz spannende Sachen. Ich fände ein Schritt Richtung E-Collecting eine wichtige Sache. Gerade beim Unterschriftensammeln haben wir gesehen in der Pandemie, das war problematisch und unser System lebt eben stark davon, dass es Referenden und Initiativen braucht, um die Demokratie weiterzubringen. Also ich glaube, da müssen wir unsere Demokratie dürfen wir schon digitaler machen, aber wir dürfen auch einfach nicht naiv sein. Also wenn ich mir anschaue, was in Deutschland passiert ist in diesem Sommer, im Bundestagswahlkampf, was da für Sachen gelaufen sind, an Attacken, an Fake News, an ausländischen Interessengruppen, die sich eingemischt haben, dann glaube ich, müssen wir auch bei der ganzen Digitalisierung einfach immer auch die Risiken mitbedenken. Und die sind größer, weil eben im Digitalen etwas viel einfacher skalierbar ist. Mhm. Das heißt,
In einem Abstimmungslokal kann ich auch Stimmen manipulieren, aber da kann ich vielleicht 200, wenn es hochkommt, manipulieren. Wenn ich ein E-Voting-System manipuliere, dann habe ich wahrscheinlich einen viel größeren Hebel. Also ich glaube, da müssen wir schon zu unserer Demokratie auch viel Sorge tragen, wenn wir über die Digitalisierung reden. Und ich habe, es war noch interessant, ich hatte letzthin Kontakt mit einem Menschen, der bei Facebook arbeitet und einen hochrangigen Facebook-Mitarbeitenden, und der ist auch für Deutschland zuständig, und der hat mir gesagt, ich war während dem deutschen Wahlkampf andauernd im Kontakt mit dem Cybersecurity-Amt in Deutschland. Also das ist da ein Sicherheitsthema, und da sind wir in der Schweiz, glaube ich, schon noch nicht so weit, wie wir sein sollten. Vielleicht gerade kurz provokativ zurückgefragt. Sie haben jetzt gerade die Gefahren heraufbeschworen, die eben nicht im Bereich E-Voting liegt. Vielleicht ist es dann gar nicht mehr so schlimm, wenn auch noch die Wahlen manipuliert sind, wenn bereits die Meinungsbildung... Ja gut, ich glaube, das sind andere Sachen, aber ich kann gerne auch sagen, wieso die Risiken bei E-Voting, finde ich, halt auch da sind. Es wurde vorhin gesagt, es muss doch technisch möglich sein. Und ja, wahrscheinlich ist es irgendwie mit unglaublichem Aufwand technisch möglich. Aber was die Herausforderung bei E-Voting ist, technisch gesehen, und das ist dann eben etwas anderes, als wenn ich Geld überweise über eine Bank, ist, es gibt wie drei Sachen, die man als Voraussetzungen für E-Voting machen muss. Ein E-Voting-Resultat muss individuell verifizierbar sein. Das heißt, ich muss nachprüfen können, ob meine Stimme so angekommen ist, wie ich sie abgegeben habe. Es muss universell verifizierbar sein. Man muss mit kryptografischen Verfahren feststellen, ob das Resultat insgesamt plausibel sein kann. Und das Stimmgeheimnis muss gewahrt werden. Das heißt, niemand darf herausfinden, wie ich gestimmt habe. Und wenn man sich jetzt, es gibt schöne Videos auf der E-Voting-Seite der Post, die erklären, wie man das sicherstellen will. Aber man wird da merken, wie unglaublich komplex das technisch ist. Und trotzdem, obwohl es eine Komplexität hat, hat es eben auch ganz viele Achillesfersen, wo es dann angegriffen werden könnte. Und da sind wir eben beim E-Voting. Es wurde auch schon gesagt, oder wenn wir das Vertrauen da nicht haben, dann haben wir ein Problem. Es wurde vorhin schon, also hatten Sie darauf reagieren? Ja, weiß ich denn, wenn ich meinen Brief abschicke, ob diese Stimme schlussendlich gezählt wird? Also ich sehe da keinen großen Unterschied. Darf ich hier einfach dazu sagen, oder? Ja, das ist richtig. Es könnte sein, dass auch Ihr Brief manipuliert wird oder rausgefischt wird oder geändert wird oder dass dort Manipulation passiert. Aber beim E-Voting, und da hat Raoul Lestermann recht, haben Sie ein skaliertes Risiko an einem Zentralrechner und Sie können es quasi nicht mehr. Also wenn im Urnenbüro in meiner Gemeinde Aich 1500 Einwohner 300 Stimmen manipuliert würden, hätte es wahrscheinlich nicht die Auswirkung einer Verfälschung einer nationalen Abstimmung. Und deshalb ist eigentlich das manipulierte Kuvert von Ihnen natürlich nicht gut, aber es ist nicht vergleichbar mit einem zentralisierten, hochskalierbaren Manipulationsrisiko. Das ist eigentlich der Unterschied. Okay. Jetzt, vielleicht gerade noch, wir haben jetzt gehört, sowohl von Frau Estermann als auch von Herrn Güter, Herr Rösch, es soll vielleicht bald mehr Abstimmungen geben, weil man noch mehr einfacher kann, Initiativen und Referenden zustande bringen. Wie ist es? Sie haben vorhin erwähnt, wie der Prozess ist, wenn Sie abstimmen gehen. Sie brauchen Vertrauenspersonen. Was denken Sie dazu, wenn Sie vielleicht bald noch mehr abstimmen müssten? Oder sehen Sie vielleicht auch andere Möglichkeiten außer E-Voting, wie man das für Sie vereinfachen könnte? Gute Frage. Erstens habe ich mir gerade überlegt, mehr Kaffee für meine Mutter. Aber ja, es hat ja bis jetzt funktioniert und ich kann weiterhin auf diese Hilfe auch zählen und werde auch Freunde finden, denen ich genügend vertrauen kann, um diese Zettel zu unterschreiben. Und ich verstehe natürlich, dass die Manipulation sehr gefährlich ist und sehr groß wäre. Und eben diese Aspekte vertrete ich jetzt hier nicht. Ich für mich fände es cool, wenn ich abstimmen könnte, aber ich sehe natürlich auch, dass wir, glaube ich, die Demokratie unbedingt bewahren müssen und das Risiko schon hoch sein
kann oder ist, definitiv. Und auf der anderen Seite eben hoffe ich trotzdem, dass wir irgendwann mal so weit sein werden, dass wir das digital machen könnten, mit all den anderen Dingen, die Sie erwähnt haben, mit dem E-Collecting zusammen vielleicht oder in diese Richtung einfach weitergehen und es nicht vergessen oder nicht aufhören, versuchen, diesen Weg auch zu gehen. Darf ich schnell eine Frage stellen? Ja. Können Sie das in etwa, also ich weiß nicht, ob das die Bundeskanzlei weiß, oder wenn Sie die Menschen zusammen, oder wie viele Leute würde das betreffen in der Schweiz, die jetzt nicht nur ein Sehproblem oder ich sage jetzt einfach eine Behinderung haben, die es ohne Dritthilfe verunmöglichen, selber zu wählen oder abzustimmen. Wie wissen Sie ungefähr? Bei den Auslandschweizern weiß ich, das sind, glaube ich, etwa 700. Wir sind knapp 800.000 Auslandschweizer. Knapp 800.000, aber davon sind ungefähr 200.000, die tatsächlich eingetragen sind. Stimmberechtigt sind alle, außer die Kinder. Ja. Aber als Auslandschweizer muss ich mich ja registrieren. Ich muss sagen, jawohl, ich möchte teilnehmen am politischen Prozess. Und dann kann ich in meiner letzten Wohngemeinde oder in meinem Heimatkanton kann ich mich registrieren. Also von daher kann man sagen, es gibt ja, vielfach kommt ja auch der Einwand, ja, die Auslandschweizer, die wissen ja gar nichts mehr, was da läuft und so. Aber ich kann mit ziemlicher Gewissheit sagen, die registrieren sich auch nicht. Aber wir müssen nicht nur an Leute denken im Ausland, leben für immer, sondern wir haben heute Experts, wir haben Studenten, die sind einmal ein Jahr im Ausland. Wir haben Experten, wir haben Professoren, also das ist eine riesen Palette. Aber das heißt, bei Ihnen sind das etwa 200.000 und bei den Behindertenorganisationen kennt man da in etwa eine Zahl, ungefähr, einfach damit man das einordnen kann. Also ich weiß, dass es in der Schweiz rund 320.000 blinde bzw. sehr beeinträchtigte Menschen gibt. Ja. Die anderen Gruppen kann ich Ihnen nicht sagen. Okay. Vielleicht nur ein kurzer Einschub dazu. Es gibt ja nicht nur Blinde, die, also ich denke, viele von Ihnen können wählen oder dürfen abstimmen. Ja. Dann gibt es auch noch sehr viele Menschen, die gar nicht mit Beeinträchtigungen, die gar nicht wählen dürfen. Es gab ja auch erst kürzlich in Genf so eine Änderung, dass Menschen mit Beeinträchtigungen überhaupt, also unter Vormundschaft, überhaupt ein Stimm- oder ein Wahlrecht erhalten haben. Und dort ist das Thema vielleicht noch viel, viel komplexer dann, oder? Aber jetzt nochmal zu Ihnen zurück, oder? Sie haben gesagt, Sie finden noch, Herr Rösch, Sie finden genügend Freunde, die Ihnen helfen würden. Jetzt stellen Sie sich vor, es gäbe dieses E-Voting-System der Zukunft, das all diese Bedingungen erfüllt. Wie lange bräuchten Sie wahrscheinlich noch zum Abstimmen im Vergleich zu heute? Keine Ahnung, wie viel Faktor Authentifizierungen es braucht, um das dann machen zu können. Aber wahrscheinlich sogar länger. Wenn ich da hier nur schnell einhängen darf, oder? Das ist ja noch der Witz an der Geschichte. Bis jetzt, ich weiß nicht, wie jetzt dann das neue System aussehen wird, aber bis jetzt, also wer bis jetzt behauptet hat, es sei einfacher, elektronisch abzustimmen, das ist ja wahnsinnig. Ich meine, da habe ich ein Kuvert erhalten und ein Code und nochmal und noch ein zweites. Und also ich garantiere, jeder, der auf Effizienz schaut, der hat das gute alte Stimmkuvert wieder ausgefüllt. Das ist so kompliziert, so und immer noch mit Papierwegen, also immer noch ein Versand mit Kuvert. Der ist dann nicht weggefallen, oder? Das heißt, dann finde ich, ist es dann schon viel besser. Das Parlament hat ja ein wenig versucht, dem Rechnung zu tragen. Und es glaube ich, es gibt jetzt die Möglichkeit, über die Konsulate die Abstimmungsunterlagen zu erhalten. Ich weiß nicht, ob das schon läuft. Doch, das läuft. Das läuft. Das, André Silberschmidt hat das eingebracht, weil eben die Kuverts nicht bei den Empfängern ankommen. Aber das Hauptproblem ist einfach, dass die Kuverts nicht aus der Schweiz rechtzeitig im Zielland sind, sondern dass die Feinverteilung im Zielland nicht funktioniert. Und dann nützt das dann auch nicht viel. Es läuft eine Auswertung jetzt. Es wurden in drei Ländern wurden die Hälfte der Abstimmungsunterlagen wurden per Diplomatenpost verschickt und die anderen auf normalem Weg. Und es wird jetzt ausgewertet, ob das einen Unterschied gemacht hat. Die Resultate sind noch nicht da.
Was man auch gemacht hat von der Auslandschweizer Organisation, man hat die 120 Delegierten im Auslandschweizerrat, die hat man bei der Abstimmung im März und bei der Abstimmung im Juni befragt, ob sie eben die Unterlagen rechtzeitig erhalten haben, und sind etwa 30%, die konnten einfach nicht teilnehmen, weil die Unterlagen sind zu spät oder gar nicht eingetroffen. Oder für mich stellt sich einfach die Frage, bei all diesen Berechtigten, ich verstehe das, bei all diesen berechtigten Anliegen, was gewichten wir jetzt höher? Genau, sind wir bereit zu sagen, okay, E-Voting raus, damit diese Gruppierungen, die berechtigte Anliegen haben, abstimmen können? Wenn es sich ja nur auf diese Gruppierung beschränkt, könnte man sich ja sogar überlegen, dass man das isoliert nur für diese Leute macht. Selbst dann gibt es ein Manipulationsrisiko. Ich bin der Meinung, wir sollten das Vertrauen in die Demokratie als oberste, das muss über allem stehen. Es darf nie ein Zweifel an einem Abstimmungsresultat da sein. Selbst, und das weiß ich, das hören Sie jetzt nicht gern, selbst wenn dadurch einige Auslandschweizer nicht abstimmen können. Und ich sage selber, ich war selber auch. Also, ja. Aber das Gewicht ist weniger wichtig als die Sicherheit und das Vertrauen in ein Abstimmungssystem. Ich gebe Ihnen noch die kurze Chance auf deine Reaktion, und dann möchte ich gerne noch das Publikum einbeziehen in diese Serie. Ja, ich möchte noch den Kreis erweitern, der interessiert uns, nämlich alle unsere Jungen. Die sind heute nur noch digital unterwegs, und da könnte man die Stimmbeteiligung, denke ich, auch erhöhen, dass die Partizipation eben breiter würde, was man ja eigentlich anstrebt. Ich bin mir nicht so sicher, ob alle das anstreben, aber das... Gut, also hier, Sie merken, ich beschäftige mich leider schon lange mit diesem Thema. Ja, ich auch. Aber nein, vielleicht geben wir jetzt nur noch ein Satz. Norwegen, Finnland, Norwegen vor allem, hat E-Voting eingeführt, gehabt, um genau zu prüfen, ob die Stimmbeteiligung bei den Jugendlichen erhöht wird. Und es ist nicht passiert. Also es sind auch nicht mehr Junge, die haben übrigens alle E-Voting-Projekte abgebrochen. Norwegen ist alles eingestellt, Finnland auch. Und keine höhere Stimmbeteiligung. Also bis jetzt konnte das nicht bewiesen werden. Vielleicht machen wir kurz eine Umfrage. Wer aus dem Publikum hat schon mal elektronisch abgestimmt in der Schweiz? Eine Hand. Wer würde gerne in, sagen wir mal, 2 Jahren elektronisch abstimmen gehen? Schon ein paar mehr Hände. Das ist sehr schön, dass es noch nicht ganz gegessen ist, diese Diskussion. Jetzt vielleicht einfach, haben Sie Fragen an unsere Gäste, die Sie gerade die Ihnen auf der Zunge brennen, oder Bemerkungen oder Kommentare? Also mich würde eher noch interessieren, wenn Sie jetzt von E-Collecting sprechen, wo sind denn da die Herausforderungen? Oder wenn man sagt, man setzt das Projekt eher zurück, und da denke ich, ist die Daten oder der Datenschutz weniger das Problem. Also es gibt ja Plattformen, wo man problemlos Unterschriften sammeln kann. Da möchte ich gerne irgendwie verstehen, wo die Herausforderungen liegen oder was da die Thematik ist. Vielleicht darf ich nur kurz da einhängen, nachher auch noch eine Frage an Herrn Rösch. Oder konnten Sie schon mal eine Initiative oder ein Referendum unterschreiben? Ja. Das haben Sie auch mit Hilfe von Ihren Eltern wahrscheinlich gemacht? Ja, nicht nur Eltern. Nicht einfach, ja, ja. Okay. Möchten Sie dazu etwas sagen? Ja, also die E-Collecting-Herausforderung ist, glaube ich, ist weniger eine technische, weil es weniger heikel ist quasi, weil man muss nicht diese Voraussetzungen erfüllen, die wir vorhin gehört haben, diese drei Sachen. Es gibt auch Voraussetzungen im Datenschutz, aber die Anforderungen sind nicht ganz so hoch. Die Herausforderung bei E-Collecting ist, glaube ich, für unser demokratisches System, weil wenn wir... Jeder, der schon mal Unterschriften sammeln war, der weiß, wie mühsam das ist und wie viele Stunden es braucht, um diese Unterschriften zu sammeln. Und wenn man das elektronisch machen kann, würde dieser Prozess natürlich massiv vereinfacht. Und es gäbe natürlich mehr Initiativen und mehr Referenden. Und
ich persönlich würde das begrüßen, aber es ist schon eine offene Diskussion, was mit unserer Demokratie passiert, wenn sehr viel mehr Referenden und sehr viel mehr Initiativen auf uns zukommen. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn man das versuchen würde, auch um einfach herauszufinden, von wie viel mehr sprechen wir denn da. Auch ich persönlich würde es begrüßen, weil ich glaube, heute ist es so, dass große Organisationen, finanzstarke Organisationen einfach die nötigen Ressourcen haben, um so etwas durchzuziehen, also ein normales Referendum oder eine normale Initiative, und kleine Organisationen nicht. Also ich glaube, es würde kleine Organisationen stärken, was auch interessant wäre. Aber es ist, wie gesagt, so eine Frage, würde das unser demokratisches System überhaupt zu absorbieren vermögen? Und ich finde, das müssen wir herausfinden, deshalb müssen wir es probieren. Aber ob es dann so eins zu eins umgesetzt wird, das werden wir dann sehen. Oder? Darf ich noch etwas anfügen? Ich habe im Nationalrat einen Vorstoß eingereicht für E-Collecting und am Schluss habe ich ihn zurückgezogen. Nicht, weil ich es nicht mehr eine gute Idee gefunden habe, sondern weil viele Parteien gesagt haben, wenn du das bringst, dann wollen wir, dass die Unterschriftenzahl für Referenden auf 100.000 raufgeht und für Initiativen auf 200.000. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich will die Demokratie stärken. Mir ist das egal, ob es statt 3 6 Abstimmungen gibt. Aber wenn das ist, was ihr wollt, nämlich eine Verdoppelung der Unterschriftenzahl, dann ziehe ich das sofort wieder zurück. Und jetzt ist es einfach so ein Status, ein schwebender Status. Die Unterschriftenzahl ist geblieben, wie sie ist. Aber es gibt zum Glück trotzdem Organisationen, die heute, wie Collect oder Team Freiheit, die heute digital Unterschriften sammeln. Einfach am Schluss muss dann trotzdem noch physisch unterschrieben werden, oder? Vielleicht gerade noch mal eine Frage an Herrn Rösch dazu. Bevor wir gestartet haben, haben wir kurz zusammengesprochen, dass Sie auch die ganzen Unterlagen, die ganze Meinungsbildung, müssen Sie auch auf einem anderen Weg als die meisten von uns machen, nämlich über der, also Sie müssen sich das vorlesen lassen von einem Computer zum Beispiel. Wenn Sie jetzt daran denken, dass Sie eben nicht nur 3 Abstimmungen alle 3 Monate quasi so durchmachen müssen, sondern 6 oder 10, wäre das für Sie etwas Schönes oder wäre das eher etwas Schwieriges? Weder schön noch schwierig. Ich sehe kein Problem darin, weil ich lese so dermaßen viel, dass es wie keine Rolle spielt, ob ich da jetzt noch das Doppelte lese in diesem Bereich. Das sehe ich dann als meine Pflicht an, mich zu informieren, sonst stimme ich nicht ab. Also da sehe ich überhaupt kein Problem, weil es ist alles online verfügbar, es ist alles barrierenfrei, die Softwares, die ich habe, über mein Smartphone, über das Gerät, das ich im Geschäft habe, also ein Laptop, Windows-Geräte, gibt es genügend Möglichkeiten, diese Informationen zu beziehen. Und ich kann meiner Sprachsoftware sagen, sie soll ganz schnell vorlesen. Das haben wir gesehen, ja. Sehe ich da absolut kein Problem. Sein Gerät gehört vorlesen, also ich habe nichts verstanden. Es ging so schnell. Ja. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, guten Abend, Peter Balsiger. Ich arbeite seit bald über 30 Jahren in der Digitalen. Ich habe das Privileg, die letzten 30 Jahre in der Digitalisierung gearbeitet zu haben. Wenn wir sehen, was in den letzten 30 Jahren für Entwicklungen entstanden sind, das ist unglaublich. Und wenn ich jetzt auch sehe, wie der Vorstand, und ich möchte mal diesen Punkt aufnehmen, wir sprechen immer von den Problemen. Also ich gebe absolut den Referenten und den Diskussionsteilnehmern, da gibt es Hindernisse, da gibt es, sage ich mal, wie gesagt wurde, fragwürdige Themen, die noch verbessert werden müssen. Aber es ist für mich keine Frage, dass wir als Forschungsstandort Schweiz, und da müssen wir doch auch mal ein bisschen in die Zukunft denken. Wir haben Top-Leute, Top-Universitäten, Top-Firmen, Google, Facebook, Universal, all diese Top-Digitalisierungsfirmen rekrutieren Leute hier in der Schweiz. Und ich habe das Privileg, immer noch auch indirekt oder direkt mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Natürlich haben wir in der Digitalisierung, in dem ganzen Umfeld von Datenverwaltung, von Security, da gibt es Herausforderungen. Aber ich meine,
Wir Schweizer, die Schweiz, der Forschungsstandort Schweiz, müsste in der Lage sein, heute 2021 ein System auf die Beine zu stellen, das wirklich wasserdicht ist. Ich verstehe das immer noch nicht, dass wir immer noch von diesen Risiken reden. Eine Risiken, wir leben jeden Tag mit Risiken. Nochmal, ich gebe Franz Grüter recht, dass die Demokratie das oberste Gut sein muss. Da gibt es gar keine Diskussion. Aber wir müssen doch endlich mal versuchen, Systeme zu bauen, die wirklich wasserdicht sind. Und ich möchte nicht, dass auf einmal die Schweiz, heute schon ist die Schweiz in der Digitalisierung leider nicht in den Top, in der Top-Kategorien, wenn wir das Ranking anschauen, wo die Schweiz heute in der Digitalisierung ist. Also wir müssen mal verschieden mal aufhören, immer alles pauschal zu sehen. Wir müssen mal das ganze Thema Security, da gibt es meine Cyber, da gibt es jetzt Investitionen vom Bund, Cybercrime, alles, da investieren wir. Das müssen wir nutzen, um solche Systeme zu bauen, die wirklich wasserdicht sind. Und ich bin überzeugt, wenn sie heute noch nicht wasserdicht sind, sollten sie mindestens spätestens in 2, 3 oder 5 Jahren wasserdicht sein. Und ich meine, schauen wir doch jetzt mal das Zertifikat. Das wurde in der kürzesten Zeit vom Bundesamt für Informatik hergestellt, bis jetzt einmal diesen Eisfall vom letzten Freitag. Das System funktioniert tadellos. Noch niemand, ach glaube ich, habe noch niemand gehört, dass einer sagt, ja, dieses System ist, hat Probleme und da könnte Missbrauch betrieben werden. Also ich habe bis zum heutigen Tag, bitte korrigieren Sie, wenn Sie was anderes gehört haben, noch nicht gehört, dass dieses System gehackt wurde oder irgendwie falsche Daten herausgelesen werden. Also nochmal zusammengefasst, ja, es gibt da noch technische Herausforderungen. Ich betrachte das jetzt wirklich nicht nur als, sage ich mal, ich bin auch in der Politik tätig, als Delegierter, auch des Kantons Luzern, by the way, aber es ist ein Zufall, dass man das politisch sicher aufarbeitet. Aber ich glaube, es sind wichtig, die drei Punkte. Einerseits mal über die Fakten zu reden, technologischer Art. Zweitens die Leute. Das sehen wir ja auch jetzt wieder. Die Leute, das sehe ich auch im täglichen, in meinem Beruf. Leute verstehen einfach noch die Technologie viel zu wenig. Natürlich hat heute bald jeder ein Handy. Aber Entschuldigung, das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang. Und wir müssen verstehen, dass mit diesen Geräten in der Zukunft alles gemacht werden kann. Wenn ich mich zurückerinnere an die großen Mainframes und schönen Bildschirme, die wir hatten vor 30 Jahren, das heute anschauen, das ist Tag und Nacht. Also nochmal, hier müssen wir daran arbeiten, technologisch. Wir müssen aber auch in der Wahrnehmung und ich sage mal auch in der Bildung. Entschuldigung, es fehlen uns heute momentan 20.000 Informatiker in der Schweiz. Das ist doch absurd. Das ist absolut absurd. Wir holen die Informatiker aus der ganzen Welt, weil wir sie hier nicht haben, oder? Mhm. Gut, ja gut, zum Glück kriegen wir sie. Aber es ist doch absurd, dass wir hier in der Bildung, da muss daran gearbeitet werden. Wir bilden falsche Leute aus in diesem Land. Das muss mal klar gesagt werden. Und das Dritte ist einfach auch, wir müssen die Innovationskraft, von der wir immer sprechen in der Schweiz, muss auch im digitalen Bereich vorangetrieben werden. Und nicht nur in Bereichen, die wir schon seit 100 Jahren machen. Okay, es waren jetzt sehr viele Fässer, die aufgemacht wurden. Aber klar, eine optimistische Stimme. Frau Freimuth, ja, bestärkt sie das? Ist ein guter Kollege von mir. Er wurde vorher rekrutiert. Nein. Also ist von mir auch ein guter Kollege. Ja. Ein Punkt, Stellung, also wie gesagt, es waren viele Punkte, die jetzt gekommen sind, aber ich möchte schon auch einen noch rauspicken und bekräftigen. Ich glaube, es gibt viele Chancen, es gäbe viele Chancen zu packen für den Bund und für die Schweiz in diesen Digitalprojekten. Und das Covid-Zertifikat oder auch die Tracing-App, die wir jetzt erlebt haben, das sind Vorzeigeprojekte, die technisch gesehen. Und ich glaube, die haben Stärken herausgeschält, die wir eben in diesen Projekten auch ausleben können. Und ein wichtiger Punkt ist Open Source. Und ich glaube, wenn wir da vorwärts machen können, wenn wir staatliche Projekte wie eine EID oder wie vielleicht auch irgendwann mal E-Voting auf einem gewissen Maß nutzen können, um die Open Source Community, um Unternehmen zu stärken, die Open Source arbeiten. Das heißt, Unternehmen, die eben den Quellcode öffentlich machen, ihre Software. Wenn wir das stärken können, dann stärkt das Innovation und dann stärkt das unseren Standort. Und dann möchte ich noch einen zweiten Punkt auch herausgreifen, der jetzt nicht wörtlich so genannt wurde, aber ich glaube, mitschwingt, ist die digitale Souveränität. Und digitale Souveränität heißt, dass wir als Schweiz, als Bund eben uns nicht kleiner machen sollten, als wir eigentlich sind.
Und wir müssen auch den Mut haben, und das hat auch, glaube ich, oder es wird hoffentlich das EID-Projekt, das jetzt neu wiederkommt, zeigen, den Mut haben, unsere Systeme eben selber zu entwickeln auch. Den Mut haben, nicht auf stets auf amerikanische oder chinesische Firmen zu vertrauen, sondern auch zu investieren in diese Prozesse bei uns, in die Leute bei uns. Das klingt vielleicht jetzt etwas verschlossen auch, aber ich glaube, es ist doch wichtig, dass wir gewisse Basisinfrastruktur einfach auch staatlich in der Schweiz tragen. Und die Demokratie gehört für mich ganz bestimmt zu einer Basisinfrastruktur. Ich habe Sie gesehen, Frau Freimuth. Ich möchte nur kurz eine Ergänzung machen bezüglich dem Open Source, der Open Source-Forderung. So wie ich die Neuausrichtung verstehe, ist das ein Teil davon, einfach als Kontextualisierung für das Publikum, dass dort eben die Systeme, die genutzt werden sollen, einen gewissen Open Source-Elemente haben. Also ich bin nicht genau sicher, das Ausmaß ist, da können Sie mich korrigieren, ist noch nicht ganz definiert, aber ja, das ist so, soll zumindest so sein. Und jetzt Ja, es ist nur noch einmal eine Bemerkung auch zum Thema Vertrauen. Ich glaube, gerade die Pandemie hat uns gezwungen, mit Systemen zu arbeiten, die wir vorher gar nicht für möglich gehalten haben. Wenn ich an das ganze Home Office denke und so weiter. Und hat uns auch ein bisschen gelehrt, eben zu vertrauen in neue Systeme. Und das mag auch den nächsten Schritt erleichtern, dass man eben auch in anderen Bereichen vielleicht weitergeht bezüglich Digitalisierung. Das würde ich mir erhoffen. Darf ich nur noch anfügen, Peter Balsiger hat natürlich recht, oder? Die Schweiz hat tatsächlich Möglichkeiten, innovativ zu sein, und wir sind das ja auch in vielen Bereichen. Wir sind heute einer der wichtigsten Datenstandorte innerhalb von Europa, es wird riesig investiert, wir selber sind Teil davon. Aber hier beim E-Voting hat sich eben eine andere Entwicklung auch ergeben. Ich meine, schauen wir uns heute die Großmächte an. Die USA, der NSA hat die externen Mitarbeiter eingerechnet, 34.000 externe, also gesamthaft 34.000 Mitarbeiter für im Cyber, im Offensiv-Cyber-Bereich, Jahresbudget 10 Milliarden US-Dollar. Russland, China, Saudi-Arabien, der ganze Nahe Osten, Israel, die haben gigantische Kräfte, die in der Lage sind, heute im Cyberraum ihre Macht auszuüben. Und jetzt nehme ich ein Beispiel, jetzt werden wir dann irgendwann wieder über einen Kampfchat, nehme ich an, abstimmen. Das Referendum ist noch nicht durch, aber auch bei der letzten Abstimmung, 8000 Stimmen haben den Unterschied gemacht. Ich spüre, wie viel Geld es da geht und wie viele Lobbyisten und Multimillionen PR-Agenturen hier am Arbeiten sind schon jetzt. Ja. Und dort eine Wahl, eine Abstimmung zu beeinflussen, ist natürlich hochlukrativ, selbst für Staaten wäre es interessant. Und das ist definitiv etwas, was wir heute in der Schweiz sind wir nicht bereit. Wir haben die Cyberabwehr, die Cybersicherheit nicht im Griff. Das wäre abendfüllend, da könnte ich so vieles erzählen dazu. Das haben wir nicht im Griff. Dürfen wir nicht machen, E-Voting. Spielt dann die Manipulation nicht schon vor der Abstimmung in der ganzen Meinungsbildung und die ganzen Fake News? Das haben wir auch gesehen. Und was dann nachher noch schlussendlich über das E-Voting oder per Brief abgestimmt wird, das ist ein Produkt von der Fehlinformation schon zum Vornherein. Ja, das haben Sie recht, aber das ist dann für mich immer noch der wichtigste Schritt, ist dann doch, dass die Bürgerin, der Bürger am Ende des Tages trotzdem wahrscheinlich selber weiß, ob er ja oder nein stimmen soll. Aber ja, da haben Sie recht. Gibt es gerade noch eine Wortmeldung? Wir müssen ja auch selbstkritisch sein, oder? Wir können uns immer rühmen, wie gut dass wir sind hier in der Schweiz. Wir sind verdammt gut in gewissen Bereichen. Aber da gebe ich dem Franz Grüter recht, in der ganzen Cyber, in der ganzen Digitalisierung, da sind wir noch in den Anfängen, da stehen wir noch in den Kinderschuhen in gewissen Bereichen. In der Anwendung, in der Forschung sind wir zu oberst. Und warum kommt eine Google in die Schweiz und hat 4000 Mitarbeiter in der Zwischenzeit hier? X-tausend Top-Leute studieren hier in der Schweiz.
Die nehmen dieses Wissen mit und brauchen es dann irgendwo in ihrer eigenen Form, Art vielleicht am Schluss des Tages noch gegen uns sogar. Das kann es doch nicht sein. Und da müssen wir in der Politik, da muss endlich mal was passieren. Wir müssen nochmal Bildung, Bildung, Bildung. Wir müssen endlich mal, eben Cyber, es gibt zum Glück das Cyberzentrum, dass wir endlich mal da mitreden können. Und wenn solche Sachen passieren, wie wieder heute eben da mit dem Seko, das ist doch einfach nur peinlich. Vielleicht nur kurz als Ergänzung dazu. Braucht es 34.000 Staatsangestellte, die die Digitalisierung, die Demokratie der Zukunft vorantreiben? Frau Estermann. Ich glaube nicht, dass also die Zahl ist jetzt völlig aus der Luft. Kann ich keine Einschätzung abgeben, was da eine sinnvolle Zahl wäre. Ich habe mich nur bezogen auf die NSA-Zahl von ja, ja, vorher. Das ist schon so, aber ich meine, wir sind da, glaube ich, ein bisschen anders aufgestellt bezüglich Geheimdienst. Also wir haben natürlich auch einen, aber wahrscheinlich keinen so großen wie die USA. Es braucht bestimmt mehr. Also es ist eine steigende Gefahr. Also man liest immer mehr von erfolgreichen Angriffen, aber was man ja überhaupt nicht liest, ist, welche Angriffe auch erfolgreich waren und niemand je getraut zu erzählen. Man weiß auch nicht, wie viele Angriffe es gibt, die erfolgreich abgewehrt werden. Also ich glaube, da schlummert so ein bisschen was unter der Decke, wo wir gar nicht recht wahrnehmen, was da abgeht. Und dass wir uns da besser aufstellen, ja, ich glaube auch, man müsste mehr investieren in die bessere Partizipation, in die Weiterentwicklung der Demokratie, und zwar nicht nur E-Voting, sondern eben auch andere Instrumente, eine bessere Zugänglichkeit von Vernehmlassungen, Kurzumfragen, oder die nicht einen Standard von einem E-Voting haben, aber trotzdem eine gewisse Partizipation ermöglichen. Also das sind Sachen, wo ich gerne mehr Mut mir wünschen würde von unserem Staat, also von den Kantonen, von den Gemeinden. Das geht bis runter in die Quartiere. Wie viele Leute da schlussendlich arbeiten würden, das wäre sekundär. Aber ich glaube, dass wir da ein großes Potenzial nicht nutzen, wenn wir nicht weitergehen. Das finde ich schon finde ich schade, dass wir das nicht offensiver angehen. Da dürften wir mutiger sein, ja. Ich möchte die Zahl noch nennen. Wie viele Leute arbeiten in der Schweiz? Ich spreche vom Bund, in der Cyberabwehr. Also im 2015, als ich in den Nationalrat gewählt wurde, gab es die Melanie-Stelle, das waren 8 Mitarbeiter. Und dann gab es verschiedene Vorstöße, Joachim Eder und Josef Dietli und ich selber, wir haben verschiedene Initiativen lanciert, und heute gibt es das Nationale Cybersicherheitszentrum, das hat 45 Mitarbeiter. Das ist erfreulich, das sind gute Leute, die arbeiten, sind motiviert, gut ausgebildet, aber es ist natürlich, um solche Themen zu bewerkstelligen, es ist natürlich nichts. Ich meine, wir haben 18 Monate nicht gemerkt, dass der staatliche Rüstungsbetrieb RUAG die Daten geklaut werden. Jetzt stellt euch mal vor, wir merken 3 Jahre nicht, dass die Abstimmungen manipuliert wurden. Ja, ich meine, es ist ja ein Super-GAU. Niemand mehr vertraut diesen Resultaten. Also ich möchte nicht diesen Tag erleben, oder? Das ist ja wirklich schlimm. Und es ist auch nicht vergleichbar mit der Covid-App. Übrigens, die ich tatsächlich ein gutes Projekt finde, Peter, aber das ist wirklich... Aber das ist eine andere Liga. Also hier sprechen wir, Rahel Estermann hat sehr gut die Hauptprobleme von E-Voting aufgezählt, die es zu lösen gibt. Und hier, sorry, ich muss es sagen, das traue ich der Post nicht zu, dass sie das kann. Jetzt vielleicht noch Frau Freimuth. Das E-Voting der Zukunft, wir haben es vorhin gehört, es basiert immer noch auf einem Brief, der vielleicht ankommt oder vielleicht nicht. Was bräuchte es für Sie, dass... Ja, die Zustellung müsste schon irgendwie digital erfolgen, aber das ist wahrscheinlich, da braucht es noch mehr Geduld. Mhm. Und für Sie, Herr Rösch, Sie bekommen einen Zettel mit QR-Codes drauf vielleicht. Weiß ich auch nicht, welcher Code dann oben angeschrieben ist. Ich wünsche mir es halt schon digital. Also ich bin halt ein Fan von Digitalisierung, weil sie mir das Leben ermöglicht und vereinfacht und auch viel mehr Freiheit gibt, und entsprechend will und muss ich auch an die Digitalisierung glauben. Aber ich habe bis jetzt für mich sehr gute Erfahrungen gemacht, hatte aber auch Glück, dass ich natürlich nicht gehackt oder manipuliert wurde. Und hoffe natürlich, dass es digitaler wird und wir uns in diese Richtung auch entwickeln.
Gibt es noch Fragen aus dem Publikum oder aus dem Chat? Noch keine Fragen, nein. Aus dem Publikum vielleicht, ja. Also, denn ich vor die Sicherheit kann ich nichts sagen, weil ich bin nicht Informatikerin, aber als Bürger, die dann abstimmen und wählen, die in jetzigen Form ist sehr mühsam. Vor allem für Leute, die nur das ganze Partei wählen, das ist einfach, sie können einfach in den Kuvert reden. Aber wenn ich verschiedene Leute wählen, in verschiedenen Parteien, da muss ich alles das schreiben und es ist mühsam. Mhm. Und einerseits das ganze Broschüre, da haben wir Berge von Broschüren von all diesen Kandidaten. Und wenn man liest, das gibt es eigentlich wenig gesagt über den verschiedenen Politikerinnen. Ich wähle auch vom Ausland, also weil ich habe zwei Bürgerschaften. Was mir fehlt bei den Kandidaten ist, dann einfach steht nur der Name und manchmal vielleicht die Familie, Familienfrau und dann den Hobby oder so. Aber ich möchte doch wissen, was hat sie bis jetzt, was ist sie vom Beruf, was ist ihre Erfahrung beruflich und auch in die Gesellschaft, damit ich sie wählen wollen. Vielleicht gerade noch eine Frage zurück an Herrn Rösch. Oder? Wie nehmen Sie das wahr? Wenn das Abstimmen, das ist eines, das ist so relativ einfach, oder ich kreuze Ja oder Nein ab. Aber beim Wählen, da ist die Herausforderung nämlich auch noch viel höher, oder? Da ist die definitiv höher, ja. Also wie informieren Sie sich? Haben Sie die Chancen oder den Zugang dazu überhaupt, sich, wie jetzt erwähnt wurde, sich ausreichend zu informieren über all diese unterschiedlichen Kandidaten und Kandidaten? Ja, das ist dann schon sehr anstrengend, weil man das alles wirklich dann googeln muss und die Leute finden muss und alles anwenden. Das ist sehr zeitaufwendig. Mhm. Also ich denke, unabhängig davon, ob wir das am Schluss noch auf Papier schreiben oder nicht, aber ich hoffe schon, dass wir auch unsere Unterlagen, wie Sie sie sagen, weiterentwickeln können. Also dass wir halt vielleicht ein ergänzend zum Wahlkuvert kriegt man auch die nötigen Links, wo man auf ein Portal kommt und man wirklich einfach alle Kandidierenden in der Übersicht hat oder nicht. Und ich weiß, in meiner Gemeinde in der Stadt Luzern kriege ich einmal ein großes Kuvert, wo ich alle kandidierenden Broschüren drin habe. Dann habe ich wenigstens einmal die Übersicht über alle diese Menschen, die ich wählen könnte. Aber ich weiß, dass es in anderen Gemeinden nicht so ist. Also da kommt vielleicht ein Flyer von Partei X und ein Partei Y nicht, dann habe ich nur die Namen. Also ich meine, das ist ja auch noch irgendwie so ein bisschen 20. Jahrhundert und vielleicht kommen wir da auch noch irgendwann im 21. an, wo wir dann eine saubere Plattform haben, wo wir das auch einfacher recherchieren können, was Sie beschreiben. Am Schluss, glaube ich, müssen wir dann aufpassen oder wahrscheinlich gibt es wieder einen Medienbruch und das Ganze dann mit einem E-Voting-System zu verzahnen, wäre vielleicht keine gute Idee, weil es einfach eine Sicherheitslücke mehr wieder ist. Über das kriege ich mich auch immer auf, diese ganzen. Dann reden wir von Umweltschutz, von Papier und ich kriege bei jeder Abstimmung immer ein dickes Kuvert und wir sind zu sechs zu Hause, sechsmal das Gleiche. Warum? Ich glaube, das ganze Thema muss man einfach in kleinen Schritten angehen, oder? Eben mal vielleicht mal einen Test versuchen, mal hoffentlich mit dem guten System, das jetzt entwickelt wird von der Post, für die Auslandschweizer und für die Behinderten, oder? Das wären klar, wenn ungefähr 5% der Stimmen, wenn ich das richtig jetzt vorhin so gehört habe, wären das etwa 5%. Ich denke, man musste mal da den Mut haben, man hat ja schon mal Versuche gemacht, einfach mal im Kleinen anzufangen. Das machen wir in der Informatik auch so, in Projekten, wir fangen mit kleinen Projekten an. Und zurück zu den Kuverts. Entschuldigung, Sie sind Kantonsrätin, Kanton Luzern, machen Sie einen Vorstoß, weg mit diesem, also dass ich optionell sagen kann, ich will dieses Kuvert oder ich will dieses Kuvert nicht. Ich bekomme nur noch den Stimmzettel und all dieses Papier, das ich nachher alles in den Mülleimer werfe. Das ist doch ein absoluter Schwachsinn. Ich kann ja doch diese Daten, diese Profile von diesen Politikern, ich kann doch den Kanton Luzern alle online aufschalten. Ja. Also da möchte ich eine Lanze brechen für das System vom SmartVote. Das ist wirklich eine geniale Erfindung. Ja. Ja. Da kann ich den Fragebogen ausfüllen, was ich für richtig finde und am Schluss bekomme ich eine Liste, welche Kandidaten entsprechen am ehesten
mir. Fast wie Parship. Ja, lustigerweise sind es meistens die FDPler. Wer passt am besten, ja, genau. Es gibt übrigens Projekte, die Kandidatinnen finden, ein bisschen wie Tinder gestalten soll. Ja, da kann man durchswipen und schauen, wer passt oder wer passt nicht. Aber jetzt, wie man merkt, ist, wenn man bei E-Voting anfängt, kommt man schnell in andere Gefilde. Dann endet man ein paar Schimpfe. Vielleicht einfach zum Abschluss. Oder? Wir haben jetzt gemerkt, dass E-Voting ist ein Teil dieser digitalen Demokratie. Oder? Und gewisse wollen es auf keinen Fall dabei sehen, andere wünschen es sich sehr. Aber ist vielleicht einfach auch, wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, ist die Demokratie der Zukunft ohne die E-Voting überhaupt noch vorstellbar? Vielleicht noch ein kurzes, eine Schlussrunde. Ja, Schlussrunde. Sie haben ja die Frage gestellt ans Publikum, möchten Sie elektronisch abstimmen? Ich finde, die Frage ist nicht richtig, oder? Ich möchte auch elektronisch abstimmen. Ich finde das auch cool. Aber ich will, dass das sicher ist, und hier gibt es in dieser ganzen Thematik Hürden. Solange wir ein Stimmgeheimnis haben, lässt sich das kaum so lösen, dass es für die schweizerische direkte Demokratie nicht eine Gefahr darstellt. Deshalb sage ich E-Voting nein, obwohl ich das selber auch cool finden würde. Frau Freimuth. Ja, also ich glaube, meine Meinung ist mittlerweile durchgedrungen. Ich stelle mir schon vor, dass es E-Voting geben wird in der Zukunft und dass so geniale Leute in der Lage sein werden, das System auch sicher aufzustellen. Ich glaube auch, dass es E-Voting geben wird. Ich würde aber stark dafür plädieren, das auf einen ganz, ganz kleinen Kreis zu beschränken, wie wir sie hier links und rechts von mir sehen, der auch wirklich davon profitiert. Ich glaube auch, das ist möglich, dass wir da mit einem Risiko umgehen können in unserer Demokratie. Vielleicht gibt es irgendwann einen Wahlkreis für Auslandschweizerinnen, wo wir auch sagen können, das ist der Wahlkreis, wo E-Voting angewendet wird und sonst nicht. Ehrlich gesagt, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mir 2050 vorstelle, wo unsere Demokratie noch an sehr viel mehr Orten digital sein wird und ich kriege immer noch den Brief nach Hause, muss ich sagen, das befremdet mich im ersten Moment schon. Aber ich muss auch wirklich sagen, es ist wirklich etwas, wo wir uns gut fragen müssen, ob wir da die Digitalisierung eingehen wollen oder nicht, weil sie einfach tatsächlich, wie ich es vorher auch erklärt habe, so viele Angriffspunkte hat, die ein Vertrauen untergraben können, dass ich da ein bisschen zögere, dass ich mir das wirklich vorstellen kann für eine große, breite Bevölkerung. Und noch zum Schluss, Herr Rösch, können Sie sich eine Zukunft ohne E-Voting vorstellen? Ich wünsche mir für mich oder für unsere Gruppe die Möglichkeit, mit E-Voting abstimmen zu können. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, weiterhin eine Unterschrift auf Vertrauensbasis zu setzen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses sehr anregende Gespräch mit unterschiedlichen Meinungen, die wir hier austauschen konnten. Und ich bin nicht sicher, wenn ich jetzt nochmal fragen würde, ob sich die Meinungen im Publikum geändert hätten. aber das sieht auch, das zeigt auch, wie komplex dieses Thema ist. Vielen Dank an die Gäste auf dem Podium und auch an Sie, dass Sie so aufmerksam dabei waren. Und ich weiß nicht, ob du noch etwas hast. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Podiumsteilnehmenden bedanken. Als kleines Dankeschön habe ich noch süße Aare-Steine oder auch Turmsteine, könnte man es auch so verstehen. Aber jetzt kommen wir essen, oder? Ja, genau. Wir geben unseren Podiumsteilnehmenden nicht einfach Steine. Danke vielmals. Sehr schön. Auch für Sie. Danke vielmals. Und natürlich bedanke ich mich auch recht herzlich bei Miriam Hostetler für das spannende Input-Referat und auch bei Florian Wüstholz. Du bekommst auch gleich noch Aare-Steine, die sind wohl da liegen geblieben, bringe ich nachher gleich noch vorbei. Und natürlich möchte ich mich auch ganz herzlich beim Publikum bedanken, dass Sie hier waren, auch bei unserem Online-Publikum, auch für die spannenden Fragen. Vielen Dank. Das war unsere letzte Veranstaltung zu unserer aktuellen Ausstellung zur digitalen Demokratie.
aber die Ausstellung kann noch bis zum 11. Dezember besucht werden. Und wir haben heute sehr viel angesprochen, dass in unserer Ausstellung natürlich auch zur Sprache kommt, diese Text-Toolbox, die Rahel Estermann am Anfang erwähnt hat, die ist im 5. Stock. Eine Version davon zu sehen, ist eine Forscht, ein Szenario, das Dezentrum, das ist ein Think and Do Tank, entwickelt hat für eben die Zukunft 2015. Und das ist ein sehr ähnliches Konzept in dem Sinn. Also falls Sie Interesse haben, können Sie gerne noch vorbeischauen. Und bei uns geht es nächste Woche weiter mit einer Veranstaltung zum aktuellen Rendezvous Bundesplatz, Planet Hope. Die Veranstaltung heißt Rethinking Living. Und dabei geht es um die Frage, welche Entscheidungen müssen wir treffen, damit unser Planet eine Zukunft hat. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und nun wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Super. Vielen Dank.